Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Freitagsanalyse. Ja, diese wird relativ kurz, da es geht um einen Shop und bei einem Shop gibt es halt immer so ein, zwei Sachen, die man beachten sollte. Aber es ist nicht typisch jetzt irgendwo digitale Produkte oder sowas, sondern am besten eine Optimierung, wie man auch mit einem Shop mehr Umsätze machen kann. Von daher, bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist Nummer 1 Regelung Online-Marketing. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier bei der Seite Caesar and Friends. Das sind Hundebetten, ja. Man bekommt hier Hundebetten, Reisedecken, orthopädische Hundebetten. Und das Ganze ist ganz cool. Das ist von der, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Alicia wahrscheinlich. Und danke erstmal vielmals für deine Einreichung, ja, deiner Seite, dass du die eingereicht hast bei uns hier zur Analyse. Und ich will dir einfach mal kurz und knapp ein paar Tipps geben, wie du meiner Meinung nach den Umsatz einfach erhöhen kannst. Also immer zwei Fakten, ist ganz wichtig zu wissen. Wenn der User auf deine Seite kommt und nach ein paar Sekunden zum Beispiel deine Seite auf deiner Seite nicht das findet, was er als Lösung brauchbar findet, dann wäre er weg. So, wenn er zum Beispiel nach Hundebetten sucht, er kommt auf deine Seite, dann wird laut, das ist der zweite Fakt, 7-Kontakte-Regel, ist es normalerweise so, dass der User erst im Schnitt mit im 7. Kontakt mit deiner Seite, ja, oder im 7. Kontakt mit dir erst was kauft. Das bedeutet, über den ersten Kontakt sofort verkaufen ist halt immer ein bisschen schwieriger. Erst recht, wenn man noch nicht so einen großen Namen hat. Und wenn man sich noch nicht so etabliert hat, wie zum Beispiel Amazon oder, keine Ahnung, irgendwelche Shops, die man wirklich halt, Amazon ist es ein hochgestecktes Beispiel, aber ja, also irgendwelche namhaften Shops, die man schon kennt. Von daher sollte man dort gucken, dass man, wenn der User im ersten Step auf deiner Seite landet, dass man ihn noch irgendwo wieder in Kontakt mit ihm treten kann, ja, eine Möglichkeit dafür schafft. Und das macht man am besten mit einen E-Mail-Funnel, also mit einem E-Mail-Eintragefeld, mit einem Opt-in-Feld, ja, was du zum Beispiel mit Clicktip lösen kannst, wo du dann auf deiner Seite hier ein Opt-in-Feld reinpackst, ja, und sagst, trag dich jetzt ein und du erhältst einen 20% Gutschein oder sowas, ja, weil du dann einfach im nächsten Step über dein E-Mail-Funnel immer wieder mit ihnen in Kontakt treten kannst, ne? Sonst wäre er ja weg. Und so hast du aber wenigstens die E-Mail-Adresse und kannst mit ihm wieder in Kontakt treten. Also das würde ich machen und dann richtig coole E-Mails schreiben über Hundebetten, ja, immer mal wieder Empfehlungen reinpacken, Testimonials von anderen Hundebesitzern, die auch schon bei euch was gekauft haben und sowas alles. Auch ganz wichtig auf der Seite würde ich auch Berichte von Usern schreiben oder Berichte von Kunden schreiben. Einfach, wo die zum Beispiel Bilder posten, wo der Hund dann mit in diesem Bett liegt drin oder sowas, ne, in diesem Hundebett, weil es einfach besser rüberkommt, wenn man den Hund noch mit dabei sieht. Zusätzlich würde ich noch das Ganze unterteilen in Kategorien. Vielleicht kleine Hunde brauchen nicht unbedingt so ein großes Hundebett, ja. Deswegen würde ich vielleicht das noch irgendwo kategorisieren. Kleinere Hunde, mittlere Hunde, große Hunde, irgendwie sowas, dass der User sich schneller zurechtfindet. Und eins ist mir noch aufgefallen hier oben, das Logo. Das ist hier weiß im Hintergrund und hier ist es grau, der Hintergrund. Das würde ich noch ändern. Und ja, ansonsten ist das halt ein typischer, also ein ganz normaler Shop. Ja, also von daher kategorisieren auf jeden Fall ein bisschen mehr. Suche habt ihr auch drin. Wie gesagt, ein bisschen mehr mit Grafiken spielen, ein bisschen mehr aufpeppen würde ich das Ganze. Testimonials, vielleicht auch sogar irgendwie ein Video, wo man irgendwie die Hunde zeigt, ja, wie sie da gemütlich in den Betten drin liegen und sowas. Das ist auch mal ganz cool, das kommt gut rüber bei den Hundebesitzern, ne? Newsletter mit 20% oder so Gutschein auf die erste Bestellung und dann über den E-Mail-Funnel weitere Produkte bewerben, die dazu passen und auch viel Content geben und Testimonials, ne? Also das sind die Sachen, die ich machen würde und ansonsten, wie gesagt, shopmäßig würde ich da diese Optimierungen in Angriff nehmen und das wäre es dann eigentlich auch schon, ja? Vielleicht noch schauen, wenn man merkt, dass die Leute noch irgendwelche andere Hundespielzeug wollen, dass man das noch mit in die Shop-Kategorie mit aufnimmt. Ne? Aber ansonsten würde ich das so lassen und wie gesagt, die drei Steps befolgen. Newsletter, also eintragen, ja, Eintrageformular. Oben das Logo würde ich anpassen nach der Farbe und kategorisieren in kleine Hunde,
Mittelhunde, große Hunde und Testimonials auf die Seite, ne? Mit Videos eventuell auch. Dann kommt das Ganze leidenschaftlicher rüber und mit mehr, ja, also das spricht den User einfach mehr an. Ne? Das würde ich dir empfehlen für den Job und ansonsten immer mal wieder Angebote machen. Ja? Über den Newsletter immer ganz wichtig, Aktionen machen. Ja, von wegen, jetzt sind die kleinen Hundebetten in der Aktion, da sparst du 30% oder sowas. Nächste Woche sind dann größere in der Aktion oder so. Immer Aktionen, mit Aktionen bewerben. Ne? Wo du dann wirklich prozentual den Leuten da entgegenkommst. Ansonsten, liebe Alicia, wenn der Name richtig ist, wünsche ich dir damit viel Erfolg und einen schönen Freitag an alle. Ja, und sendet uns gerne weiter eure Projekte, damit wir einfach dort euch ein paar Tipps geben können. Ja? Von daher, das war es erstmal zur Freitagsanalyse und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao und schöne Feiertage. Ciao.